Was aussieht wie eine normale Pressekonferenz, ist in Wahrheit ein Hoffnungsschimmer für die Flutopfer an der Ahr. Warum? Weil das Montemare gemeinsam mit seinen Freunden über 360.000 Euro gesammelt hat, um die Menschen an der Ahr zu unterstützen. Wir haben eigentlich schon seit vielen Jahren nicht nur eine dienstliche, sondern auch einen privaten, guten Austausch mit der Familie Doll, mit Montemare. Und daraus sind eigentlich diese Kontakte entstanden und die Familie Doll hat gesehen, dass unser Crowdfunding-Projekt unglaublich durch die Decke gegangen ist. Und da war die Idee, können wir nicht was gemeinsam machen? Und wir fanden das ganz toll und sind sehr, sehr dankbar dafür. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus befreundeten Familien und Unternehmen hat das Montemare mit Hilfe der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel eine Aktion auf die Beine gestellt, bei der wirklich jeder gespendete Euro bei den Betroffenen ankommt. Crowdfunding, eine gute Basis. Und dann hat man gesagt, wir müssen jetzt unbedingt was mobilisieren. Und da wir ein großes Netzwerk haben und auch uns anderweitig schon über viele Organisationen sowohl regional als auch auf Bundesebene auch engagieren, haben gesagt, jetzt müssen wir hier auch natürlich unser Netzwerk mobilisieren. Und dann kam an dem Sonntag halt die Unruhe und man hat gesehen, die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel hat eine tolle Aktion gestartet, da waren wir direkt begeistert von. Dann hatte ich dann den Jens Stevens auch angerufen und den Sascha Monschauer und dann waren wir alle ganz schnell dynamisch dabei und haben dann ein eigenes Projekt mit Montemare & Friends und den Familienunternehmen dann auf den Weg gebracht und somit ist das Ganze gestartet. Gemeinsam mit Freunden und Geschäftspartnern hat das Montemare eine Spendenkampagne ins Leben gerufen und die ersten 150.000 Euro, die eingingen, aus ihrem Spendentopf verdoppelt. Seit vielen Jahren engagiert sich das Montemare dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Und auch dieses Mal war das eine echte Herzensangelegenheit. Die Montemare und Friends orientiert sich an dem, was wir als Bürgerstiftung gemacht haben. Wir haben erste große Beträge ausgezahlt aus unseren eigenen Mitteln und die haben wir so verteilt, dass wir nach Betroffenheit der Ortsgemeinden und der Kommunen und nach insgesamt Einwohnerzahlen wir diese Gelder direkt an die Ortsbürgermeister verteilt haben, mit der Möglichkeit, die vor Ort so einzusetzen, wie man das passend und richtig hält. Und so macht Montemare das jetzt ebenfalls. Das heißt, diese 360.000 Euro gehen direkt nach einem Verteilschlüssel an die besonders betroffenen Ortsgemeinden an der Ahr. Jens Stevens, Vorstandsmitglied von Die Familienunternehmer in Nordrhein-Westfalen, erklärt, wie die Spendenaktion Fahrt aufnahm. Das geht eigentlich ganz schnell. Ne? Das ist das, was jeder andere auch macht als privater Helfer. Du holst dein Telefon und rufst Leute an. So einfach ist das. Ne? Und genau das haben wir getan. Wir haben uns schnell mit der Bank zusammengeschlossen, wo wir sehr froh sind, dass wir die Infrastruktur hier auch gefunden haben, die auch die Geschwindigkeit aufnehmen können und auch haben wie wir. Einfach schnell Lösungen zu finden und dann natürlich über die Bürgerstiftung das Geld auch da, ich sag mal, einzusetzen, wo es auch ganz dringend benötigt wird. Bei den Privatpersonen, die viel Leid erfahren haben und wo es einfach großes Leid gibt. Ja. Die Menschen, die durch die Flut alles verloren haben, direkt zu erreichen, das ist allen Beteiligten besonders wichtig. Darüber hinaus sind auch für die kommenden Monate weitere Aktionen geplant, um direkte und unbürokratische Hilfe für die Betroffenen vor Ort leisten zu können.